Dumm und Flo, Socken und sind Bros, sie sind blöd Bros. Ich weiß nicht, warum ich vom Pferd runtergegangen bin. Das war eine dumme Entscheidung. Ja, ziemlich. So, und jetzt sehen wir, warum wir das Pferd brauchen. Ah, nee, Moment. Oh, nein, ich habe euch reingelegt. Och, Mann, Dominik. Ich habe euch reingelegt, ihr seid auf eine klassische Finte reingefallen. Dominik, nein. Dominik, nein. Doch. Nein, Dominik, nein. Flo, ich meine es ernst. Ach, Dominik. Wirklich. Nein. Ich habe euch nur reingelegt. Nein, Dominik. Das war alles Teil meines Berlin-Plans. Ach nein, Dominik. Flo. Doch nicht in der Großstadt. Ich würde so gerne diesen Clip mal wiederfinden von Kalkofe mit diesem nicht in der Großstadt. Das, ach doch, ja, ich erinnere mich. Mit dem kleinen kleinen Jungen ist und dem Erwachsenen oder so, war das nicht irgendwie sowas? Der kleine Junge ist der Moderator von Dalli Dalli gewesen. Ja, also irgendwie war doch ein Erwachsener und so ein Typ, der einfach winkt in die Kamera. Genau, und, ach, ich bitte Sie, doch nicht in der Großstadt. In der kleinen Stadt, da kann man das mal machen, aber hier, ich meine, da gucken noch Leute zu, die Leute, nee, das macht man nicht. So herrlich und Kalkofe verarscht es so gut. Was willst du denn jetzt wieder machen? Ja, jetzt machen wir noch eine letzte Sidequest, die uns später etwas sehr viel einfacher machen wird. Das Ertrinken? Das Ertrinken nämlich. Genau, nee. Und zwar, es ist eine super kurze eigentlich Sidequest und die Sache ist, ja. Ich wüsste nicht, wie man drauf kommen sollte, wenn man es nicht weiß oder wirklich zufällig darauf stolpert. Mhm. Weil ich wüsste nicht... Warum steht da eigentlich immer noch dieser Pott? Was ist für ein Weil Pott? Das ist das Aushängeschild. So, hier ist ein Zauberladen. Also. Ich wüsste nicht, wie man drauf kommen sollte. Ich glaube nicht, dass es irgendwo im Spiel einen Hinweis auf diese Sidequest gibt. Mhm. Und das ist auch eigentlich sehr schnell erledigt, aber... Weißt du, was mir auffällt? Irgendwie so Orte wie den jetzt hier, den gab es in späteren Zelda-Spielen auch nicht mehr. Wie meinst du so Orte wie diesen jetzt hier? Die ein bisschen abstrus einfach aussehen, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, in den späteren Zelda, Twilight Princess und so, sah das alles... Unisono eher aus. Hm. Du hast jetzt nicht so ein buntes Haus. Ach, verdammt, ich bin so dumm. Was hast du getan? Oh, Geld vergessen. Oh. Oh, ich blöde, Jan. Bro. Ich wollte gerade sagen, ich blöd, Bro. Ja, aber wir können ja teleportieren. Wir haben ja die Macht der Teleportation. Wir sind nur am Teleportieren die ganze Zeit, ey. Die Leute kriegen doch gar nicht mehr, die wissen doch gar nicht, wo wir sind. Ja, dann, das ist, wir wollen ja auch unsere Zuschauer intellektuell fordern. Die fordern, weißt du, glaube ich, gar nicht. Wenn man 3000 Folgen unter uns schauen kann und immer noch weiß, wer mit wem wann was gehabt hat, dann kann man auch 30 Folgen mit Majora's Mask gucken und wissen, wo wir was mit wem gemacht haben. Und wo wir wann, wie, wo waren. Wo drin, mit was und... Und was wir auch hatten dabei. Welche Maske? Strafmaske. Muss ich einfach die Strafmaske rausholen? Die Strafmaske? Zum Ball-Gag. Oder wie heißen die Teile? Gag-Ball. Gag-Ball heißen die so? Ich glaub schon. Ball-Gagged. Ball-Gagged. Man wird Ball-Gagged mit einem Gag-Ball. Das weiß ich natürlich, weil ich darüber eine Hausarbeit geschrieben habe. Und mich deswegen darüber informieren musste. Mit praktischem Teil auch, ne? Ja. Aha. Mhm. Interessant. It's what I do. Okay. Ja, ich möchte so viel Geld mitnehmen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Alles, gib mir alles. Dieser Controller ist echt scheiße, möchte ich anmerken. Ja, wir wissen es auch jetzt. Dann kauf doch einen neuen. Ja, ich werde echt, werd echt fragen, ob man die reklamieren kann, weil die sind echt nicht gut. Ne? Sag, du hast zwei gekauft, ob du dafür einen neuen kriegst. Ein Original. Also ich habe jetzt zweimal Stuhl gekauft. Ich möchte dafür weniger Stuhl haben. Ich hätte gerne was weniger Stuhlartiges. Ich möchte dafür original. Können Sie bitte diese Plastikkotze nehmen und mir dafür echte Kotze geben? Ja, Plastikkotze ist ein guter Begriff dafür. Oh ja. Nein, falsches. Falsch. Oh, wo bist falsch. Du jetzt schon wieder? Am ersten Tempel bin ich. Du Scheiße. Nee. Was ich mich immer gefragt habe, aber ich glaube, da ist nichts. Was ich mich immer gefragt habe, ob es was bringt. Ob es irgendwie so einen Bonus gibt oder sonst was. Ist das eigentlich die ganze Welt oder warum ist das neblig? Weil ich die Karten nicht habe. Ach so, die werden aufgeben, wenn ich die Karten habe. Ob es was bringt, wenn man quasi in einem Run alle Tempel macht und dann den Boss. Aber ich glaube, das bringt nichts. Ohne in der Zeit zurückzureisen. Also quasi in diesen drei Tagen alle drei Tempel macht. Boah, das wird ja schwer.
Ja, wenn man es verlangsamt. Geht auch gar nicht, oder? Wenn man es verlangsamt, sollte das gehen. Dazu brauchst du das Pferd. Nee, ich meine jetzt, wenn man schon alles hat am Ende. Also wenn man quasi, man macht alles und könnte zum letzten Endboss gehen, aber dann macht man quasi noch einen Cycle, wo man alle Tempel macht. Warum sollte man das machen? Damit tatsächlich auch alle Welten gerettet sind, weil... Ach so, ja. Die Rettung der Welt ist ja quasi dann sonst wieder... Und du rettest die Welt doch sowieso. Ja... Hier ist kein Gift mehr drin. Warum ist ja doch, doch. Gift? Das Gift fängt erst später an. Das Gift fängt erst da hinten an. Nee, ich muss ja hier hingehen, um der Hexe zu helfen, um die Tour zu machen, um zum Tempel zu kommen. Deswegen, hier muss ich auf jeden Fall hinkommen. Was? Tatsächlich hat der Controller echt schon einen Wackelkontakt oder so. Also, der schlägt manchmal aus. Das hast du ja eben schon beim Fallen Bogen gesehen. Das ist krass. Und schnell. Das ist echt eine scheiß Qualität. Wir machen jetzt ab sofort Produktreviews, Leute. Ja, also kauft keine N64-Controller von der Firma E-Axis. Ein Scheiße. Auch wenn sie günstig sind. Weil sie günstig sind, sind die Scheiße. Mhm. Tihihi, willkommen. Meine Tränke wirken gut. Ich glaube. Ach so. Was brauchst du denn jetzt überhaupt? Ich glaube, ich brauche einen roten Trank. Warum? Siehst du da. Will ich aber nicht, sag's doch. Ich find's aber schön, es dir nicht zu sagen. Wie man. Wofür braucht man einen roten Trank? Herzen. Ja. Ich brauch kein Herz. Ja, dass du keins hast, ist mir klar. Sonst hättest du mir direkt gesagt, wofür du ihn brauchst. Ich hab ein Herz und ich weiß. Vom Grunde meines Herzens weiß ich. Ich hab auch ein Herz und es schlägt für dich. Ich wachte! Aber das war sehr süß. Nein, ich wollte nur etwas... Ich nie wieder hey, sagen. Flo, ich wollte... Nein, Dominik, nein, ich will jetzt nicht darüber reden. Ich wollte nur edgy. Nein, Dominik, Ich wollte auch nur edgy sein. Nein, nee. Ich wollte auch nur... Ab sofort ist das hier nur noch der Blödbro. Du spielst allein. Das heißt jetzt Homophobro. Ja, das Nein, also, du hast auch einen Platz in meinem Herzen. Ja, mit toll, jetzt ist es zu spät. Ich kann die Villa auch wieder verkaufen. In meinem Herzen. Ja, klar, es ist eine ganze Villa. Ich habe fast nur einen Platz. Ja, auf dem Platz, das ist das Grundstück und da steht die Villa. Das sieht nicht aus. Mit einer. Du bist jetzt nur so nachgeschoben. Eine Villa mit einer eigenen Schildkröte. Auf der du reiten könntest. Ich neige mich interessiert nach vorne. Schildkröte? Ja. Was für eine Schildkröte? Eine richtig gute Schildkröte. Was für eine Schildkröte? Es ist nicht nur eine Schildkröte, es ist eine Landschildkröte und eine Wasserschildkröte. Ja, also eine... Du hast doch einen Pool? Auch ein... ein Ozean. Huh. Epona! Wortwörtlich, wie kommst du von dieser Richtung? Wie hast du das hinbekommen? Ich hab dich gerufen, um... Ach, vergiss. Wieso? Ja, weil ich eigentlich... Weil... Egal. Wenn du dahinter bist und nicht rüberkommst? Ja. Und da eine Bombe liegt? Bist du unverwundbar? Quasi. Pferde halt, ne? Also. Ah ja, stimmt, Pferde. Deswegen sind die auch immer im Krieg früher auf Pferden geritten, bevor die Panzer hatten. Weil die unverwundbar waren auf Pferden. Das war aber knapp. Ne, wahr? Das wäre echt witzig, wenn Epona darauf aufschließen und sterben könnte. Au! Das wäre natürlich traurig, aber auch extrem witzig. Nein, das nicht. Ach so, okay. Sorry. Okay, ja. Nee, ich, nein. So. Jetzt ist dieser Steinkreis. Man denkt sich. Die Schildkröten noch leben, wenn ich da komme. Man denkt sich erstmal im Steinkreis. Das ist wie jedes Mal. Jedes Mal ist in irgendeinem Steinkreis. Es ist immer das Gleiche. Was soll das überhaupt sein? Das ist. Ein Typ, ein Soldat. Warum ist der unsichtbar? Tja, finden wir raus. Nächstes Mal bei den Blödbros. Ja, bei den Blödbro. Homophobro. Ja.